Hallo ihr Lieben, das ist ein Video über Grüppchenbildung bei Menschen und es ist eine, bricht eine Lanze, schreckliches Bild. Es ist ein Plädoyer dafür, Grüppchenbildung bei Menschen für völlig normal zu halten, denn das ist es. Ich finde, ich habe ja unter anderem auch Religionswissenschaften studieren dürfen, ich finde, man sieht es besonders schön in Religionen, man sieht es oft besonders schön in bei Religionen mit Universalitätsanspruch, also die den Anspruch haben, eigentlich die ganze Menschheit zu inkludieren und dann sich zur einzigen Religion zu machen. Und dass also in jeglicher Sekte, die entsteht zwischen den Menschen, immer sehr schnell Untersekten entstehen, und zwar gegen den Anspruch. Also, ich meine, allein die christliche Religion hat zwei, und zwar nicht erst in der Neuzeit, zwei große Schismata hervorgebracht. Das große abendländische Schisma und das spätere Schisma. Also erst die Aufspaltung zwischen weströmisch und oströmischer Kirche, dann später der Protestantismus innerhalb der weströmischen Kirche und tausend weitere Sekten. Also jegliche Sekte, egal wie ihr Anspruch an die Lehre ist, hat in der Latenz Untersekten, das heißt, auch kleinste Gruppen haben die Tendenz zur Spaltung. Und natürlich ist die Darstellung in Leben des Brian von Monty Python unübertroffen mit der Volksfront von Judäa und der jüdischen Volksfront. Und das ist, was wir in allen Parteien erleben, das ist auch, was wir in allen Firmen erleben, in allen Familien erleben. Es gibt die Tendenz bei Männchen zu... Männchen? Ja, genau, bei Männchen. Bei Menschen zur Grüppchenbildung, und zwar zur Grüppchenbildung gegeneinander. Das heißt, die Menschheit hat die inhärente Neigung, sich gegeneinander auszudifferenzieren, und das gibt es eben sogar auf der Zwei-Menschen-Ebene in der Form des diametralen Auslebens. Also wenn der eine mehr das wird, wird der andere mehr das Gegenteil. Wenn man lange zusammenlebt, hat man dann starke Ausdifferenzierungstendenzen. Das ist relativ natürlich für den Menschen und wahrscheinlich sogar sozusagen wie ein universelles menschliches Gesetz, also eine anthropologische Konstante. Menschen neigen dazu, sich zu differenzieren voneinander, und das tun sie selbst in kleinsten Gruppen, wie die Forschung herausgefunden hat. Also es gibt das, wo ich auch immer gerne wieder darauf verweise, diese Forschung der NASA, die sie eben macht, mit dem Hintergrund einer irgendwann erträumten Marsraumfahrt, ja, also wo man dann rausfinden muss, wie können denn Gruppen gut funktionieren, und dann findet man, dass halt eben die Leute, die ähnlich sind, nach kurzer Zeit nur noch miteinander abhängen oder vermehrt miteinander abhängen und sich dann so kleine Untergruppen ausbilden, was für das Gesamtteam, die Gesamtgruppe immer negativ ist. Das ist aber menschlich, also es ist eine menschliche Tendenz, der aktiv entgegengewirkt werden muss, wenn die Gruppe zusammenhalten muss. Das heißt, Menschen neigen zur Spaltung, Menschen neigen zum Schisma, Menschen neigen zum Sektierertum, zur Grüppchenbildung. Das ist völlig normal und erwartbar. Und menschliche Gesellschaften, die Zusammenhalt erzeugen wollen, in der Form der Gesamtgruppe, also wenn die gesamte Gesellschaft zusammenhalten will, und zwar egal welcher Größe, das gilt sowohl für kleine Teams, das gilt für Firmen, das gilt für Staaten, das gilt aber auch für die Menschheit insgesamt, also für die eine Weltgesellschaft, wann immer wir Zusammenhalt zwischen den Menschen haben wollen und Einigkeit, ist das harte, harte Arbeit, und diese harte Arbeit hat einen traditionellen Namen, und der heißt eigentlich Politik. Das haben wir nur vergessen, weil wir Politik falsch organisiert haben in der Neuzeit. Also in der Form von Parteien und Spaltungen gegeneinander, in der Form von Spaltungen auch Staaten gegeneinander. Das Moment der Einheitsstiftung, was ganz am Anfang der Erfindung der Politik steht, im antiken Griechenland, also wo man Politik deswegen erfunden hat, weil man zu viel Spaltung hatte und zu wenig Einheit, das ist einfach in Vergessenheit geraten in der Neuzeit. Also man hat vergessen, was der Sinn von Politik eigentlich ist, nämlich die verschiedenen gespaltenen Menschen freundlich zusammenzubringen. Und das ist eine wunderbare Form, weil sie nämlich anerkennt, dass der Mensch immer zur Spaltung neigt und dass sie also versucht, das nicht wegzumachen oder zu ignorieren oder naiv auszublenden, aber eben auch nicht zu überspielen, sondern man sagt, hey, super, wunderbar, wir differenzieren uns gegeneinander aus, aber wir brauchen halt noch ein ergänzendes Moment der Zusammenkommen, des Zusammenkommens, und dann ist es eben so, dass wir das immer wieder neu erarbeiten müssen. Ich würde sogar sagen, gerade auf Sprache, das wird selten gesehen, dass Gesellschaften, die diese demokratische Praxis der Zusammenkunft alle haben als Gleichrangige, dass dort Sprache neu erfunden wird. Also es ist dann nicht die Sprache, die gemeinsame Sprache, die die Gesellschaft vereint oder die gemeinsame Kultur, sondern die Neuerfindung der Sprache, der neuen Kultur. So wie in einer guten Beziehung auch die Sprachformen immer wieder neu erfunden werden und sich verändern, das heißt lebendige Partnerschaften, lebendige Freundschaften sind sehr kreativ, weil du dich immer wieder neu finden musst und du dich mit den gegebenen kulturellen Formen, mit den gegebenen Sprachformen immer nur
auseinanderleben würdest oder auseinanderdiffundieren musst. Also es sind ko-kreative Akte, die dort passieren und die können eben auf gesamtgesellschaftlicher Ebene auch passieren, aber sie können nur durch gleichrangige Zusammenkünfte der Verschiedenen passieren, eben durch Demokratie, eben durch das Losverfahren. Und das ist das, was Demokratie tut, das ist das, was menschliche Gesellschaften brauchen, weil Grüppchenbildung eben total normal und menschlich ist. Und man sollte von hier ausgehen, man sollte sie eben normalisieren, man sollte sie auch nicht pathologisieren und sagen, der Mensch ist schlecht oder das sollen wir nicht machen und schaut mal über den Tellerrand. Nee, es ist menschlich, es ist ganz normal. Es schreit aber halt nach einer zweiten Praxis, in der halt dann diese gespaltenen, schismatierten, in diese Menschen aus ihren Kleingruppen sozusagen herausgeholt und auch erlöst werden von ihrer ganzen Borniertheit und ihrer Provinzialität, die wir ja alle haben. Auch ich lebe hier, brate hier ständig in meinem eigenen Saft, bin in meiner eigenen kleinen In-Group, in meinen In-Groups, also bei den Menschen, wo ich mich halt wohlfühle, die ich mir halt gesucht habe. Natürlich ist das alles provinziell. Also jegliches menschliches Leben ist provinziell, weil der Mensch ein Kleingruppenwesen ist und in einer riesigen Gesellschaft zusammenlebt, aber immer nur seine kleinen eigenen Saft kennt, den er halt mit dem er unmittelbar zu tun hat. Das heißt, diese Provinzialität des Menschen ist völlig normal. Der Mensch braucht sie, der Mensch baut sich sozusagen kleine gesellschaftliche Nester, in denen er sich wohlfühlt. Die Welt, und das heißt in dem Fall bei Menschen die Gesellschaft, ist aber viel, viel größer, viel, viel diverser, viel, viel differenzierter. Und um mit dieser Diversität in Kontakt zu kommen, braucht der Mensch Demokratie. Aber in der Form, in der antiken Form, in der Form des Losens, über Losverfahren und dann eben über Zusammenkünfte dieser sehr verschiedenen Menschen. Und dass das gut geht, ist eine wunderbare Anlage des Menschen, dass der Mensch das kann, also dass sehr, sehr verschiedene Menschen friedlich kooperieren können, indem sie kreativ werden miteinander und also eigentlich Gesellschaft beständig neu erfinden. Das heißt, Gesellschaft als Ganze ist nicht einfach da, sondern wird gemacht von Menschen, aber sie wird durch Demokratie gemacht. Wo Demokratie nicht existiert, wo diese Praxis unbekannt ist, der Zusammenkünfte der Verschiedenen als Gleichrangige, gibt es im strengen Sinne gar keine Gesellschaft. Es gibt sie vielleicht als Wunsch oder als Traum oder als Illusion, aber in der Realität gibt es sie nicht, weil es eben erarbeitet werden muss, weil es nicht von alleine da ist. Was von alleine da ist, ist der Mensch mit seiner Kleingruppenneigung und seiner Spaltungsneigung und mit seiner starken Tendenz zur Grüppchenbildung, selbst innerhalb kleinster Gruppen. Und das kann man alles heute wissen, wenn man es wissen will. Man kann auch vom Gegenteil ausgehen, aber dann wundert man sich beständig über die Menschheit. Und das ist ein unnötiges Wundern, weil das ist nachvollziehbar. Wir Menschen können uns sehr viel besser verstehen, wir können uns auch selber sehr viel besser verstehen, indem wir da nicht mit Wunschdenken und Moralismus drüber gehen, sondern mit Realismus und uns eben anschauen, wie sind wir denn gebaut, wie sind wir denn gemacht, psychologisch, wie funktionieren wir denn, wie funktionieren wir denn sozialpsychologisch. Und dass wir dann praktisch diesen menschlichen Realismus nehmen und sagen, okay, wenn das so ist, wenn wir diese Tendenz zur Spaltung und Grüppchenbildung in uns tragen, was machen wir denn dann? Und die beste Antwort, die es bisher darauf gibt, ist Demokratie. Demokratie ist die Antwort auf diese inhärente Grüppchenbildung und Spaltungsneigung im Menschen und die Frage danach, wie Menschheit dann noch zur Einheit kommen kann, wie Menschen dann noch friedlich zusammenleben können, wie Menschen dann auch kollektiv handlungsfähig werden können, weil das müssen wir. Wir müssen bestimmte Dinge an einem Strang ziehen, wir müssen bestimmte Dinge gemeinsam entscheiden. Das hat eben sehr viel mit Politik zu tun, mit Staatlichkeit, mit Gesetzen, ja, mit Allgemeinheit und Allgemeinheit in der Verschiedenheit, hier hört man Hegel, wenn man das will, Allgemeinheit in der Verschiedenheit ist halt sehr schwer zu erreichen. Der Weg ist praktisch umzusetzen, ist Demokratie. Und wo demokratische Praxis nicht existiert, wo das Losverfahren für so ein Spleen gehalten wird oder für randständig oder für nicht zentral gehalten wird, dort gibt es eben diese Gesellschaft eigentlich gar nicht. Sondern es gibt halt Menschen, die sich auseinanderfallen, die sich in Grüppchen auseinanderleben und sich dann nichts mehr zu sagen haben und sich gar nicht mehr wechselseitig verstehen können. Naja, weil sie nicht zusammenkommen, nicht als Gleichrang. Nicht in einem politischen Raum. Ja. Demokratie ist zentral für das menschliche Leben. Ich würde wirklich sagen, dass der Mensch Demokratie braucht, ist eine anthropologische Konstante. Es hat nichts an sich mit Kultur zu tun. Es ist eine technische Form, die ist universell. Also die Antwort der Demokratie auf die natürliche Grüppchenneigung des Menschen ist ebenso natürlich wie die Grüppchenneigung selbst. Also hier würde ich tatsächlich ein Stück weit mit Aristoteles gehen und sagen, der Mensch ist tatsächlich ein Zoon Politikon. Eigentlich ist der Mensch sogar ein demokratisches Wesen, von Natur aus. Ja? Aber paradoxerweise, um diese Natur zu realisieren, braucht er etwas Hochartifizielles, etwas Hochkünstliches, etwas Hochtechnisches, nämlich die Demokratie mit ihren demokratischen Institutionen des Losens, die sich im ersten Schritt alles andere als natürlich anfühlen. Weil natürlich fühlt sich an Grüppchenbildung und dann Wertunterschiede zwischen den Gruppen. Diese Partei ist besser als jede Partei, diese Menschen sind besser als jene Menschen. Das fühlt sich erstmal natürlich an und
gegen das ist eine Demokratie tatsächlich ein Bruch. Der Witz ist aber, wenn man in einer Demokratie lebt, also wenn man diese demokratische Praxis bereits hat, wenn man diese demokratischen Institutionen bereits fest in der Verfassung verankert hat, dann fühlt sich Demokratie sehr viel besser an als das andere. Und dass es sich besser anfühlt, zeigt, dass Demokratie am Ende viel natürlicher ist als das andere, was wir derzeit machen. Ja. Grüppchenbildung und Untergrüppchenbildung und Untergrüppchenbildung tut dem Menschen nicht gut, wenn sie nicht ergänzt wird durch eine demokratische Praxis der gleichrangigen Zusammenkünfte aller und das in einer beständigen, verfassungsmäßig institutionalisierten Form. Das braucht der Mensch, weil er Mensch ist. Ceterum censeo, Demokratia esse sortiendam.